Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hilde. Heute möchte ich wieder eine Journaling-Seite mit euch machen, aber heute ohne Sprühfarben, komplett ohne Sprühfarben. Also so ähnlich wie diese hier, schön bunt, aber ohne diese großartigen Schablonen und Sprühfarben, die man sonst so noch dazu kauft. Es geht auch ohne und ich gebe mein Geld lieber für Stempel aus. Also ich erstelle mir meistens Kreisschablonen zum Beispiel wie diese hier selbst. Stanze die aus, schneide die aus Verpackungsmaterial, das macht sich sehr gut. Dann Stempelkissen, allen Arten, Farben haben wir selbst zu Hause, Stempel haben wir zu Hause, Schwämmchen und Wasser auch. So, dann können wir auch mit Collagearbeiten machen, also da werde ich auch was dazu machen. Also lauter schöne, bunte Seiten und diesmal ohne Sprühfarbe. So, als erstes beginne ich damit. Nehme mir eine meiner Farben wahllos, die ich jetzt da so habe, die ich liebe. Einfach ein Schwämmchen. Es kann auch ein Kosmetikschwämmchen sein. Oder ein Stupfpinsel oder irgendwas, um Farbe aufzutragen. So, und dann werde ich mir jetzt hier erst einmal von dieser gelben Farbe auftragen. Vielleicht hier unten noch ein bisschen. So, richtig schön hellgelb. So, dann kann ich hingehen. Die nächste Farbe, die ist jetzt bei mir hier rot. Das ist Picked Raspberry, also eine schöne helle rote Farbe. Setze mir da jetzt noch, wo ich denn farbig und bunt haben möchte, schöne bunte Farbe. Kann ruhig in das Gelbe reingezogen sein. Also richtig schön vermischen. Man sieht, es wird schon knallig. So. Dann habe ich noch lila, ich habe grün und blau noch rausgelegt, also da kann ich jetzt noch an der Ecke mit lila machen. Das ist jetzt das die Concord, aber das geht auch mit allen anderen Stempelkissen, die wasserlöslich sind. So, also auch mit diesen Adirondacks, Memento Ink, alles was wasserlöslich ist. So, dann gehe ich noch ein bisschen mit grün drüber. Ich möchte auch etwas Grünes drin haben. Ich brauche nicht viel, da ich nachher noch grün ausmalen werde. So, dann habe ich noch blau, noch ein bisschen was Buntes. Gelb hatten wir schon, nehmen wir heute noch mal ein blaues. Farbe aufnehmen. Das kann ruhig gestreift sein, das kann schlierig sein. Da wird so viel gearbeitet auf dieser Seite. Das ist jetzt hier nur ein Untergrund. Vielleicht hier noch ein bisschen. So. Das ist jetzt meine Grundfärbung. Das kann ich jetzt erstmal wegräumen. Alles wieder auf seinen Platz stellen. Damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Ich habe immer so nur so einen kleinen Basteltisch. Und da ist immer begrenzt. So. Dann als nächstes. Jetzt nehme ich eine gekaufte Schablone. Also das ist eine, die ich habe schon länger. Also eine meiner meistgebrauchten H12 Schablonen auf einer. Also auch nicht so teuer. Nehme da jetzt wieder eine Farbe und mache da jetzt ein paar Akzente. Man kann auch jede andere Schablone nehmen. Man kann auch selbst Schablonen schneiden. Habe ich auch schon gemacht. Und mache da nur so ein paar. Ach, meine Enge. Macht sich bemerkbar, überall Fels. Nur so ein paar Akzente. Vielleicht noch in lila. Nochmal nehmen. Dann diese kleinen Punkte in lila. Mal ein Schwämmchen hier. Nur so. Nicht alles, nur so ein paar. Versetzt, dass ein bisschen belebter Hintergrund ist. Ja, das reicht. Mehr braucht das nicht. Schon habe ich einen Hintergrund gearbeitet, ohne großartig jetzt mit teuren Sprühfarben zu arbeiten. So, jetzt gehe ich hin, nehme mir meine selbst erstellten Schablonen. Ich habe jetzt mir hier aus Verpackungsmaterial Wellenränder eine Schablone gemacht. Das hat vier Seiten, also vier verschiedene Wellenränder. Die nehme ich sehr gern zum Tängeln, weil ich arbeite sehr gern mit Tängel, groben Tängel in meinen Seiten. Da gehe ich jetzt hin, mache mir einen unteren Rand mit Tangles. Lege das hier unten an.
so und ziehe meine Linien. Jetzt versetze ich hierfür, ziehe das jetzt hier so. Also ich kann die Linien auch gleichmäßig setzen. So, jetzt gehe ich hier wieder, setze da wieder an, dass es einen Abschluss kriegt. So, jetzt wieder genau das gleiche entgegengesetzt. So, kann das auch gleich lassen, nur immer einen Zentimeter verschieben. Und da tangle ich jetzt. Also da werde ich jetzt hingehen, male hier eine Blüte hinein. Grob zentangeln, die werden nachher ausgemalt. So. Dann hier vielleicht eine halbe. Und hier auch eine von unten, die halb ist. Also einfach nur Muster einzeichnen. Hier in der Mitte kann ich vielleicht nur Kreise machen. Große, kleine, halbe. Alles Mögliche. Bei Art Journal Journey ist noch eine gute Woche lang das Thema Kreise und Zirkel angesagt. Also oben. Werde ich da vielleicht heute auch mit Kreisen und Zirkeln arbeiten. So. Einfach nur ausfüllen. So gehe ich jetzt auf diesen Seiten fertig, also auf diesen Feldern so fertig arbeiten. Gedudelt, also getangelt habe ich jetzt an meiner Seite. Jetzt gehe ich hin und erstelle mir Seifenblasen. Also mit meinen selbstgemachten Schablonen oder mit einer anderen Lochschablone, die kann man auch selbst machen. Gehe ich jetzt hin, mache mir Seifenblasen. Nehme mir meinen dünnen Filzstift, zeichne mir verschiedene, in verschiedenen Richtungen gehenden, verschiedene große Kreise. Kleine, große, alles Mögliche, was mir so in den Kopf kommt. Da werde ich hier oben noch eine etwas größere Bubble hinmachen als eine Seifenblase. So, dann von diesen hier brauche ich eine große. Da bin ich drüber geraten, das ist nicht schlimm, wenn da auch ein Strich zu sehen ist. In meiner Welt ist das auch möglich. Hier geht eine Seifenblase hinter den anderen durch. Die liegt hinter den kleinen, etwas größer. So. Und die werde ich jetzt durchsichtig machen. Da diese Farben ja mit Wasser reagieren, gehe ich hin, nehme mir meinen Wasserpinsel und gehe einfach nur hin und feuchte die Innenseiten, also genau sauber die Innenseiten meiner Kreise mit Wasser. Da war jetzt noch ein bisschen Farbe vom Farbkasten dran. Also nur, die soll nicht ganz weiß werden. Der Hintergrund soll schon zu sehen sein, aber heller. Noch ein bisschen Wasser nachdrücken, so. Schön mit Wasser einwirken lassen. Ein Küchentuch nehmen. So, es wird schon heller. Da kann ich ein-, zweimal machen, bis ich es hell genug habe. Meine Seifenblasen sind jetzt aufgehellt und mit dem Heat-Tool etwas getrocknet. Jetzt gehe ich hin und bestemple die. Also diesmal jetzt mit wasserfester Farbe. Archival Ink oder Stazon geht auch. Da nehme ich mir nur ein, zwei von diesen Seifenblasen vor. Da setze ich mir jetzt ein paar Insekten rein. Also hier zum Beispiel eine Libelle. So, in die andere etwas größere hier unten, mal sehen, ob er reinpasst, aber gerade so einen Schmetterling. Aufpassen, dass ich nicht zu viel über die Linien hinausgehe, einfach nur aufsetzen. So, dann habe ich hier noch einen fliegenden Vogel, der darf dann hier oben auch noch mitmachen. So, nur da reinsetzen. So, das war schon mal diese Stempelarbeit. Von den Seiten her gehe ich jetzt hin und setze mir Akzente mit großen Blumen oder Gräsern. Da habe ich jetzt hier einen, ich glaube, der, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist von Indigo Stems. Den setze ich da von der Seite her an, wo ich das möchte. Kann hier zum Beispiel da drüber gehen. So. Der anderen Seite. Kann ruhig auch über die Seifenblasen gehen. Das ist alles kein
Problem. So, da drüber. Vielleicht noch etwas Stärkeres an den Seiten. Aber das kann ich immer noch entscheiden. So, das wäre jetzt schon mal das. Jetzt gehe ich als allererstes hin, bevor ich jetzt weiter entscheide, und male mir meine Tangles und meine Vordergrundelemente mit Farbkasten oder mit Filzstiften oder Buntstiften. Mal die jetzt erstmal bunt. Bunt gemalt habe ich es jetzt. Jetzt gehe ich hin und nehme mir für meine weißen Akzente einen Distress-Marker Picket Fence und für die Feinheiten einen weißen Gelschreiber. Also beginne erstmal mit meinem Distress-Marker und setze mir hier unten bei den Tangles die Blüten. Da wollte ich gerne weiße Blütenblätter haben, also so eine Art Gerbera oder Margariten oder Gänseblümchen. Mach da ein bisschen weiß in die Blütenblätter. So. Wer diesen weißen Stift nicht hat, kann da auch mit Deckweiß oder mit Acrylweiß arbeiten oder auch mit dem Gelstift. So. Ich liebe es einfach, wenn es richtig bunt ist und dann sollen solche weißen Akzente herausstehen. Das macht das Ganze knalliger. Das knallt richtig mehr, wie soll ich sagen, also das zieht die Aufmerksamkeit mehr an, als wenn jetzt alles nur dunkel eingefärbt ist. Ich liebe es einfach, diese Akzente noch zu setzen und diese Tangles dabei. Das richtig schön bunt und Aufmerksamkeit erregend. Das zieht meine Augen richtig auf sich. So, das lasse ich jetzt schon mal da unten trocknen. Dann habe ich hier bei meinen Seifenblasen, die sind ja heller als der Hintergrund, aber die haben auch noch Lichtpunkte. Da gehe ich jetzt hin, da spiegelt sich ja immer noch ein bisschen was drin. Mach da noch so ein paar Lichtpunkte. Vielleicht hier noch so ein Strich, der sich da noch ein bisschen mehr zeigt. Unten noch ein bisschen. Dann hier auch, da brauche ich nicht viel zu machen. Gerade so ein bisschen Lichtpunkte, hier auch. Kann auch ruhig über das Gestempelte sein. Das ist ja eingebunden in meine Seifenblasen. So, hier auch. Da, hier unten. Ein paar Akzente, als wenn es Lichtspiegelungen wären. So. Auch bei meinen Insekten kann ich hingehen. Dann nehme ich aber jetzt meinen Gelstift. Da brauche ich eine feinere Spitze. Und setze da jetzt noch weiße Akzente. Kann da jetzt noch ein bisschen aufhellen. Ein bisschen Muster einzeichnen. Hier den Körper noch ein bisschen nachziehen. Auch hier beim Vogel den Schnabel weiß machen. Hier zwischen den Federn so ein bisschen weiß andeuten, dass es nicht alles so einheitlich ist. Auch hier unten. So, jetzt hier. Hier noch ein bisschen, da ein Punkt, da. Wo es halt eben noch ein bisschen Helligkeit erfordert. So. So, das ist jetzt meine fertige Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch noch viel Spaß für den Rest vom Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.